Ein ziemlich wackeliger Start in diese 10. Folge, aber das kam ganz spontan. Und zwar war ich normal mal wieder eine Runde am Farmen, wie ich das jetzt in den letzten Tagen häufiger gemacht habe. Und bin dann hier an einer Base vorbeigeflogen und direkt vor der Base lief dieser Tech-Rex rum. Und ja, da hatte ich mir die Falle hier angeguckt und die Falle war offen. Die durfte man also benutzen. Ja, dann habe ich den fix da reingetamed. Reingezogen. Einmal im Chat da oben die Nachricht geschrieben, dass sie den bitte mir da drin lassen. Weil ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt keinerlei 10 Pfeile mit und so weiter. Und ja, bin jetzt 10 Minuten, Viertelstunde später bin ich jetzt wieder hier. Und hatte schon gedacht, ich hätte zu Hause angefangen mit der Aufnahme und wollte euch das sagen. Aber dem war nicht so. Und deswegen seid ihr jetzt eigentlich mit dabei. Während ich jetzt versuche, in dieser Zähmfalle, die, naja, ein bisschen komisch gebaut ist, um so große Viecher zu tamen. Auf jeden Fall versuche ich denn da jetzt gemütlich in den Schlaf zu singen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt mache, dürfte die letzte Aktion mit dem Rex und dem Giga schon draußen sein. Da liegt er! Ja, Heidewitzka! Schönen guten Abend, der Herr, die Dame. Was bist du eigentlich? Ich habe noch gar nicht geguckt. So. Jetzt schauen wir uns einmal nochmal hier die Falle an, die ich dann nutzen durfte. Und jetzt gehen wir mal gucken, was er denn für eine Schönheit ist. Ein männlicher Tech-Rex. Jo, ich weiß nicht. Also mit den Daten kann ich jetzt, ihr kennt mich, nicht so viel mit anfangen. Aber 4600 Leben für einen Rex finde ich jetzt schon recht wenig. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ein Schicker ist. Dass das so ein in Anführungsstrichen Low-Level ist. Also bin echt gespannt, was noch dabei rumkommt, wenn er denn definitiv sich meinem Tribe angeschlossen hat, falls jetzt alles funktioniert. Zeit haben wir soweit rum, dass wir uns auf die Suche nach Schäfchen begeben können. Und hier vorne haben wir auch schon direkt eins gefunden. Bräuchte genau 44 Stück. Nicht Schäfchen, sondern Fleisch. Und im Moment ist es wirklich so, dass Schäfchen so gut wie überhaupt nicht mehr zu finden sind. Also ich habe jetzt alle Spot abgegrast und das ist hier das einzige Schaf, was ich weit und breit sehen konnte. Da 48, 49 reicht. 44 brauchen wir. Das ist gut. Da habe ich sogar dann 5 in Reserve. Falls ihr euch wundert, aus welchem Grunde ich gerade auf einem anderen Adler sitze,
Das ist während der vorherigen, also vor dem Rex gewesen. Und zwar ebenfalls einfach nur in einer normalen Farm-Session. Und ich hatte wirklich überhaupt gar keine Lust, irgendetwas aufzunehmen. Deswegen habe ich nur für mich vor mich hin gefarmt. Und dann hat sich das eine mit dem anderen ergeben. Dann kam ein weiterer Dino und dann kam noch ein Dino. Und ich habe dann innerhalb von einer halben Stunde zwei Agentavis betäubt gehabt und einen PT. Davon gibt es natürlich keine Aufnahme. Möchte euch das natürlich an dieser Stelle aber nicht verschweigen, ne? Weil das gehört ja mit dazu. Aber wie gesagt, wenn ich keine Lust auf Aufnahme habe, ich drücke nicht einfach nur auf Aufnahme, um dann ja, 0815 vor mich hin zu blabbern und dann einfach nur, ne, euch zu zeigen, hier irgendwas passiert. Ist nicht mein Ding, kennt ihr. Und ja, wollte euch das halt einfach nur noch einmal an dieser Stelle gesagt haben. Da gibt es jetzt also keine Aufnahme zu. Aber wir haben halt Nachschub im Tribe. Nutze jetzt hier das neue Vögelchen, um das also ein bisschen zu skillen. Weil ich habe jetzt endlich ein Männchen und ein Weibchen Level 140 mir geholt. Und das wird jetzt rein auf Schlepptier. Das wird rein auf Schlepptier. So. Dann mach auf die Tür. Legend ist mittlerweile wieder offline. Die haben sich aber auch nicht mehr gemeldet. Ich hatte die ja angeschrieben. Mal. Mach ich das mal einmal so. Dann wird das immer sofort angezeigt. Ich weiß nicht, wo das, man das jetzt hier an der Tür sieht und so weiter. Das ist immer so schrecklich. So, klein Rexi. Okay, wenn ich dem was zu futtern geben soll, sollte ich es vorher im Inventar haben. Es wird jetzt noch ein bisschen spannend. Das heißt, es wird eine etwas längere Tour jetzt werden. Denn wenn der Kleine jetzt gleich fertig ist, schwupp, guten Hunger. Lass dir schmecken, Keule. Und vor allen Dingen lass mal gucken, ob du überhaupt High Level bist. Jo, er hat keinen Schaden bekommen. 99,3. 99,2. 99%. Okay. Wird also normal runter und die Bonus-Level. Ich denke, das wird ein schönes Tierchen. Das wird ein schönes Tierchen. Er ist noch nicht ganz runtergehungert, sodass er jetzt hundertprozentig fertig wird. Das wird also nicht reichen. Knappe 20 Minuten haben wir dann noch. Hab mir allerdings überlegt, wenn ich jetzt schon einmal hier in der Nähe bin, kann ich doch einmal gucken, ob es Deinonychus-Eier gibt. Deinonychus als solches, die rennen natürlich hier rum. Und das ist das, was ich meinte. Das ist das Einzige, was ich kenne, hier so in der Nähe. Und da ist halt diese Falle, die unlocked ist, dass man sie nutzen kann. Ich habe überhaupt nicht verstanden, aus welchem Grunde so eine riesige Falle. Ja, jetzt weiß ich warum. Na, okay, Mammut. Na, da rennen gerade Mammuts rum. Das wäre noch eine Variante gewesen. Aber dass man da sogar Glück hat und einen Tech-Rex findet, ist natürlich cool. Ich zeige euch das direkt einmal nochmal, wo auf der Map überhaupt sind. So, wir sind da, wo Mi steht, also Me. Und wir müssen wip, genau dahin, wo jetzt der Pfeil zeigt. Und dann nach ganz oben auf 2075. Jo, da müssen wir jetzt irgendwie hin. Also, ne, nachher. Mit kleinen Rexi. Das wird spaßig, weil ich den Weg bodengebunden, ja, mir eigentlich nicht so genau angeguckt habe. Und da ist dann doch ein paar Berge und Täler und andere Tierchen gibt. Na, ich habe auf dem Weg beispielsweise auch zwei Alphas gesehen. Ich weiß aber nicht, ob wir den Weg überhaupt kreuzen. Kann also sein, dass ich die zwar gesehen habe, das ist ja schon guten Tag sag und so weiter, und dass wir die aber überhaupt nicht zu sehen bekommen, weil wir da überhaupt nicht her müssen. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Möchte es halt nur an dieser Stelle erwähnt wissen.
So, die Deinonos sind da hinten. Hüpf. Meins. Und mal gucken, ob es welche gibt, die mir nachlaufen. Weil dann sollen die hier nämlich über die Klippe. Dann kann ich bei dem anderen Ei auch noch nachgucken. Scheint ja aber nicht zu interessieren. Ah, doch, der jetzt. Der hat jetzt Witterung aufgenommen, weil ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, der hat den Kopf so nach links, rechts geschmissen. Ein 50er. Na gut. Ein 50er. Ist jetzt nicht wirklich so das. So, jetzt rennt er weg. Jetzt kommt er angerannt. Jetzt hat er wieder die Lust verloren. Okay. Also, die Deinonychus sind wohl nicht so sehr die Eltern. Oder sind so nicht so sehr auf ihre Eier versessen? Oder ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt ausdrücken könnte. Da kommt der Erste. Da kommt der Erste, der sich jetzt mal wirklich für mich interessiert hat. Ja, komm, jetzt hüpf auch runter hier. Dein Kollege Blue, der macht das hier. Blaufuß oder wie auch immer ist. Okay. Der Dunkle ist ebenfalls darunter und die anderen sind optisch noch ziemlich weit weg. Ich glaube, ich habe jetzt nur die Azulbeeren gegrabbelt, kann das sein? Ja. Ich habe nur die Azulbeeren gegrabbelt. Sind aber auch schwer zu erwischen, die Dinger. Wenn die da in so einem Nest liegen. Also, auch 50. Also haben wir zweimal Level 50. Ist jetzt nicht so der Bringer. Aber wir können ja nicht immer Glück haben, ne? Wenn ihr euch an die anderen Nester erinnert, da hatten wir ja schon Glück ohne Ende. Das war's. Jetzt gehen wir einmal schauen, was der Kleine noch hier so braucht. Also, er muss noch wieder hungern. Das dauert jetzt noch. Der ist bei 83%. Ein Blick auf die Uhr sagt mir eine knappe Viertelstunde noch. Moment. Ich mich jetzt verguckt. Ich muss noch mal eben kurz gucken, wie lange die Fleischbrocken noch haltbar sind. 26 Minuten. Dann werde ich mir die Zeit vertreiben und einfach noch ein Ersatzschäfchen holen. Wie gesagt, 26 Minuten. Ich meine, es müssten jetzt überschlagsweise noch 15 sein. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Also, ich gehe auf Schäfchensuche und wenn ich eins gefunden habe, seid ihr mit dabei. Da haben wir ein Schäfchen, mal hier unten am Strand. Da wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, hier nach zu suchen. Schauen wir mal, ob es hier andere Tiere gibt, die eventuell gefährlich werden könnten. Sieht mir im Moment nicht danach aus. Nö, dann. Also 95, das heißt, er wird auch wieder 49 oder so geben. 46 hat er gegeben. Also ausreichend. Ausreichende Reserve. Denn Frischschäfchen haben, wie wir jetzt sehen können, knapp über 37 Minuten. Auch eine seltsame Zahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Keine 40. Keine 30, keine 35, nein, irgendetwas über 37 Minuten. Wenn man es jetzt genau nimmt, sind es wahrscheinlich 37 Minuten und 10 Sekunden. Müssten wir mal gucken, welche Zeitspanne jetzt gerade zwischen dem Abschlachten, Entschuldigung, des Tieres und gucken, wie die Haltbarkeit aussieht, wie viel Zeit da vergangen ist und das dann auf die 37 Minuten aufaddieren. Also eine ganz komische Zahl. Oh, das wäre eigentlich ein komplett schwarzer,
als ja, Spusi, sagen wir mal so, für meine kleine Rexdame, die ganz weiß zu Hause rumsteht. Aber dann müsste ich jetzt noch mal eine Stunde drauflegen. Oh, das. Ja. Also es fällt mir nun nicht schwer, nicht leicht zu sagen, nö, ist nicht. Ach, nee, was? Nee, mir fällt das richtig schwer so, ne? Warte, mir fällt nicht. Ist doch egal, ihr wisst, was ich meine. Ne? Es ist irgendwie ganz gegen meine normale Art zu sagen, High-Level-Tier und nicht zu tamen. Aber da muss ich jetzt durch. Weil wenn die Augen langsam zufallen, dann sollte man drauf reagieren. Ich gucke jetzt erstmal, ob hinten auch die Tür aufgeht. Das habe ich noch gar nicht gesehen, geguckt. Guck mal hin, vorne. Geht die Tür auch auf? Die ist auch. Guck mal. Die kann man auch aufmachen. Die, cool. Dann gehe ich jetzt mal von hinten ran. Jetzt mal an den Rücken. Kriegt ihr jetzt eine kleine Rückenmassage von mir, der. Ein bisschen Muhfleisch. Ja, ne? Das hatten wir schon. Das reicht auf jeden Fall jetzt. Da haben wir genug. Aber hier mit den Werten. Ich glaube nicht, dass das ein guter HP-Wert ist für einen Rex. In dem Levelbereich 168. Da oben rechts kann man es sehen. Hier da so. Guckt da durch. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Melee-Damage mit 260. Aber wie gesagt, das ist erstmal nur der Basiswert. Es bekommen ja noch ein paar Level da on top. Gut, ihr seid wieder dabei, wenn es Neues gibt. Kurz vor Fertigstellung sind wir wieder da. Und jo, jetzt handelt es sich nur noch um ein paar Sekunden. Gerade ein bisschen mehr die Gegend noch angeschaut und werde. Da ist er. Da ist er. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei uns. 246. Ich denke, da kann man gut mit leben. Wir werden ihn passivisieren. Ja, können wir mal so. Neues Wort kreieren. Ich habe mir ausgeguckt, dass wir wahrscheinlich jetzt den kompletten Fluss entlang laufen. Also, wenn ihr da jetzt mal so auf der Karte entlang guckt, wir werden also erst in diese Richtung gehen und dann den ganzen Fluss hoch bis zu dem Schild, wo Obsi steht und dann irgendwie links oder rechts um den Berg rum. Keine Ahnung. Es wird ein sehr weiter Weg und es kann sein, dass ich in der Nacht sogar eine Pause mache. Also in der Ingame-Nacht. Eine tatsächliche Nacht haben wir ja schon. Aber wie gesagt, ich kenne den Weg nicht wirklich. Und bevor ich den Rex in irgendeine Bodenspalte reinplumpsen lasse, wo es nachher kein Entkommen gibt, mache ich das lieber auf die Art und Weise. Dummschiss, komm mit. Hallöchen. Wo ist die Pfeife?
Da hinten? Was machst du denn da hinten? Wir wollen doch hier gar nicht spielen. Oder komm, lass uns hier über den Berg. Dann komm aber mit. Dann komm jetzt aber mit hier. Komm. Auch eine Idee. Sind da wirklich super zügig durchgekommen. Wirklich Stress hatten wir nicht. Einmal ein Alpha Raptor, okay, aber so wie es aussieht, sind wir den auch locker losgeworden. Und damit sind wir hier in unserer Bude. Los, mach auf dem Tür. Du darfst rein und ich mache wieder hinter dir die Tür zu. So. Weiter geht's. Und dann können wir dir jetzt hier ein schönes Plätzchen suchen. Am besten da, wo du ordentlich zu sehen bist, weil mit dir gibt man an. Mit dir gibt man an. Nee, aber ich, wie gesagt, der ist bunt und dementsprechend fällt der eh auf. Zusätzlich, dass der auch noch in der Nacht leuchtet. Okay, jetzt ist es gerade ein bisschen komisch, weil der halt mit seinem Köpfchen runterkommt, aber ich würde den ganz gerne versuchen, hier so rein zu parken. Scheint zu funktionieren. Da haben wir ihn zu Hause. Und unser Vögelchen hat natürlich auch noch einmal gelost. Ganz klar, muss ja sein, wenn man zu Hause ist. So, wir parken. Und dann gucken wir uns jetzt noch einmal die Werte an. So, hier oben zeige ich euch auch einmal noch ganz kurz, was ich vorhin schon gesagt habe. Also, dieser Argentavis. Und dieser Argentavis, das sind die beiden neuen. Und ganz hier hinten in der Ecke der PT. Das ist ein 150er PT-Weibchen gewesen. Auch mit Schäfchenfleisch. Ja, jetzt habe ich hier drei PTs. Das ist natürlich hier mein Baubob, das ist ganz klar. Jetzt habe ich drei PTs und die werden alle nach und nach halt so geskillt, dass ich mit denen vernünftig Eier mopsen kann. Und dann werden wir nach und nach halt versuchen, mal an ein hohes Ei zu kommen. Also Wüfernei meine ich jetzt. Und jetzt Trommelwirbel. Hoffentlich war das Ganze nicht umsonst. 7000 Leben. Na, ich glaube, das geht besser. Aber 404,3 Schaden. Ich glaube, das müsste schon ein ziemlich guter Wert sein. Aber 12.000 Futter, das ist viel zu viel, meine ich. Ich guck mal eben, was hier die Kleine hat. Aber die haben noch keine fünfstelligen Futterbereiche. Ich glaube, das ist ein Verskillter. Lass mal hier lünkern. Oh doch, uiuiui, habe ich mich so vertan. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Also der ist deutlich natürlich weniger gewesen, weil den habe ich jetzt erst mit Mühe und Ort auf 415 gebracht und die 20.000 auch schon geskillt, wie ihr seht. Ja, aber wie gesagt, das ist meine kleine Lady. Die habt ihr ja mitbekommen.
Und unser Rex da unten, der jetzt leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Das wird der neue, den wir jetzt natürlich noch ein bisschen leveln müssen. Ich guck mal, ich glaube, das ist zwar ein ziemlich dunkles Bild. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich werde warten, bis Taganbruch ist und dann wird es davon einen schönen Screenie geben. Wir werden sehen. Gut. Ich hoffe, es war für euch nicht zu langweilig. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch meinen Spaß entsprechend rüber transferieren, dass ihr das auch hattet. Ich freue mich schon darauf, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Denn so langsam haben wir Material, dass wir ans Bauen gehen können. Freut euch drauf. Also, bis später. Tschüss.